müssen in den Bosskämpfen überleben, damit deren Story mehr oder weniger weitergeht. Und zum Beispiel der Typ mit dem großen Schwert, den wir eben auch schon zweimal wieder getroffen haben, dem seine Story bin ich anscheinend noch mit am Verfolgen, wobei ich nicht ganz genau weiß, ob ich den hätte dann töten sollen eben. Oder ob ich, oder ob der noch irgendwie nützlich wird. Aber wie gesagt, NPCs töten ist eigentlich so gar nicht meins, könnte man sagen. Wie gesagt, beim ersten Mal bei der Thronenräuber und einem Thronenverteidiger und Thron-Tralala-Tanten, da hatten wir ja das, weil wir den kopflosen Typen mitnehmen konnten und den Typen halt selber, ne, mit dem dicken Schwert. Und die waren auch beide auf dieser letzten Plattform da hinten. Ja, und da hinten sind auf jeden Fall auch wieder Symbolika. Ja, so, das sind echt wieder die gleichen beiden. Wie gesagt, ich weiß, ja, echt, das ist echt so. Ich weiß halt nicht, ob ich die zwei brauche, aber wie gesagt, ich möchte halt zumindest versuchen, die Stories. Ich werde bestimmt auch schon x-tausend Stories gefailt haben. Gar keine Frage. Jetzt kommt erstmal dieses komischen Ohren, die Leute verfluchen. Ich könnte mir aber uns gut vorstellen, dass Finsternispfeile nicht so viel Damage gegen sie machen. Wobei mehr Schaden als die Holzpfeile. Nein. Und es ist natürlich, jetzt haben wir wieder den Fall, dass wir zu dritt sind. Das heißt, alter Schwede, sie macht Damage für drei. Dass wir weniger Schaden an ihr machen. Irgendwie steht Wenger als Kopf da nur rum und macht gar nichts. Kommt mir das nur so vor. Ach, diese Verfluchscheiße, ja. Ne, 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 ne. Eigentlich kein Bock, direkt wieder verflucht zu werden. Alter, das mit dem. Ja, der schickt mir direkt zum Flugding. Vor die Schnauze. Alter, das mit dem Verfluchen ist echt super, würde. Also die Olle ist krass. Kann man sagen, was man will, ne? Ach du Scheiße, macht das Schaden. Ich glaube, jetzt ist mal wieder ein bisschen Melee-Action gefragt. Alter, wie viel Schaden das hat macht. Warum macht das so viel Schaden, wenn ich neben ihr stehe oder so? Ist halt ernsthaft voll der Reaper, ey. Boah, wie ich das halt gedodged habe eigentlich, ne? Aber gut. Scheiß Boss. Problem ist, wir sind hier auch hart am Abgrund am Fighten. Ah, sie macht wieder ihre komischen Verfluchtdinger überall hin, ne? Das ist ja mal wieder aller Herz, aller Liebst. Ach du Scheiße. Oh oh. Na Chandra, du geile Nutte. Ach mein Gott, ey. Trinkenpott! Trinkenpott! Alter, die Olle ist ja wohl nicht mehr ganz hasenrein. Oh mein Gott, ja, das hat mich getroffen. Sicher doch. Das ist echt nochmal ein schwerer Boss. Leck mir den Arsch. Das ist echt nochmal ein schwerer Boss. Krasse Scheiße.
Sind da eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass wir nochmal wirklich einen schweren Boss kriegen. So. Aber ganz offensichtlich kriegen wir nochmal einen. Weiß gar nicht, ob ich mich unbedingt menschlich machen möchte. Habe ich den Königsrang ja nicht eben ausgezogen? Glaube nicht. Boah, wie nervig das halt ist, dass man jedes Mal an diesem Tor hier warten muss. Ja, Tja. Na, scheinbar. Also ihren Zweierschwung zu dodgen ist nicht so schwer. Und ihren straight nach vorne Angriff ist auch nicht so schwer. Das Problem ist echt der Strahl und ja, der Strahl. Der Strahl ist eigentlich so das Hauptproblem, könnte man sagen. Und halt, dass man generell überall die ganze Zeit verflucht wird. Wobei verfluchen macht ja eigentlich nur, dass ich weniger Leben habe, oder? Geil, wir versuchen jetzt einfach nochmal ohne die NPCs. Mein Gott. Und sagt, ich habe so viele Stories von den NPCs auch schon in den Sand gesetzt. Eine mehr oder weniger. Es wäre an sich mal ganz interessant, die mal mit Guide nachzugucken, was man für die Stories jeweils machen muss. Werde ich dann irgendwie auch mal machen, irgendwie. Aber nicht in diesem Let's Play. Also, jetzt macht sie erstmal hier ihre komischen Kerle. Man macht hier halt ernsthaft mehr. Alter. Wo sind die Dinger denn? Ach, da war eins. Problem ist halt echt, man fightet halt. Okay, während das abläuft, ja. Warum denn? Ich hab doch gedodged. Oh Mann, ey. Scheiß Kacke hier, ey. Das Problem ist, sie macht halt überall ihre Fluchscheiße hin, ja, und es hält halt so lange an. Oh, ist das retarded. Das ist so ein typischer Boss, weißt du, wenn du den drei, viermal failst, dann kannst du halt echt wieder eine Menschlichkeit benutzen. Weil du da so häufig verflucht wirst in dem Boss. Das ist aber echt krass, ey. Habe ich den Fluchring noch an? Ja, der bringt auch nicht allzu viel. Was haben wir eigentlich als Fluchresistenz? Fluch, 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 54. Okay, das ist eigentlich sogar schon relativ hoch, so im Vergleich zu unseren anderen Resistance. Naja. Aber die Olle ist auf jeden Fall krass. Das kann man mal gar nicht anders sagen. Wie gesagt, das Problem ist, wenn man die zu dritt macht, dann hat die mehr Leben auf jeden Fall. Weil ich übrigens auch gar nicht so schlecht finde, weil das auch ziemlich öde wäre, wenn du das zu dritt machst, die genauso stark wäre, wie wenn du es alleine machst. Das wäre echt ziemlich öde. Lauf, kleiner Mann. Lauf, lauf, lauf. Gib nicht auf, gib nicht auf. Lauf, 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 lauf. Also wie gesagt, noch ein, zwei Versuche, dann kann ich mich wieder menschlich machen. Dann kann man es auch nochmal zu dritt probieren. Das Problem ist halt jetzt ernsthaft. Weißt du, sie fängt halt an mit dem Spell. So, jetzt möchte ich gerne wissen, wo diese Dinger sind, bevor ich wieder blind in sie reinlaufe und die ganze Zeit nur verflucht werde. Also wirklich so einmal um sie herum, ne? Komm her und am besten. Okay, na gut. Da war Ende. Oh mein Gott, ist das scheiße, ey. Wow, okay, also der wird noch kribbelig da. Der wird wirklich noch nervenaufreibend. Was mich allerdings viel mehr nervt, als dass dieser Boss nervenaufreibend wird, ist die Tatsache, dass man jedes Mal an diesem Tor stehen muss. Weißt, das Tor könnte ja offen bleiben, wenn man diesen doofen Königsring anhat, aber nein. Man muss jedes Mal warten, bis diese Tür in einer Animation von bestimmt 20 Sekunden aufgeht. Alter Schwede, jetzt kommt das mich durch, ey. Dankeschön. Fein voraus, ja. Das kann man gar nicht anders sagen. Ja, das ist wirklich nochmal ein Boss, wo man sich so ein bisschen die Zähne dran ausbeißen kann.
Ich könnte ja mal probieren, wie viel Schaden ich ihr mache, wenn ich nur mit Pfeil und Bogen das wieder mache. Ja, wie gesagt, es gab ja jetzt schon mehrere Bosse, wo das echt gut funktioniert hat, nur mit Pfeil und Bogen. Wo ich dann, oder müsste ich ihrem Laser einfach jedes Mal dodgen. Das ist bestimmt auch nicht das Einfachste auf der Welt. Ja, wir probieren es einfach mal. Ich meine, das kann halt. What could possibly go wrong? Aber gut. Man macht hier halt echt nicht so viel Schaden mit. Jetzt kommt sie aber. Okay, ja gut, wenn sie nah rankommt, dann können wir auch über Nahkampf sprechen. Ich habe halt absolut keinen Bock, in ihrem Flugscheiß zu fighten. Das braucht die Welt halt nicht. Oh. Ach du Scheiße. Da habe ich nicht aufgepasst. Ich möchte uns mal sagen, dass mich dieses Spiel zwar in Dark Souls, Alter. Zwar in Dark Souls 1 fast. Oh, falscher Knopf. Sehr gut. Zwar in Dark Souls 1 fast gar nicht so. Dieses Spiel hat mich deutlich mehr fürs Rollen begeistert. Oh, ich dachte, es kommt noch ein dritter Angriff. Was geht jetzt? Gut, dass wir weggegangen sind. Ah, Moment, jetzt kommen wieder ihre Flugteile hier überall drumherum. Wie gesagt, da habe ich keinen Bock drauf. Auf die Flugscheiße habe ich keinen Bock, meine liebe Olle. Liebe Olle, auf die Flugscheiße, die kannst du für dich behalten. Weil die hat nur einen gemacht, also irgendwie. Keine Ahnung, ob das so gewollt war, dass sie nur einen macht von diesen Fluchtteilen. Aber der steht eigentlich, der steht mir halt schon wieder. Oh mein Gott. Der steht mir eigentlich schon wieder zu nah dran. Keine Ahnung, was das eigentlich soll hier uns. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass der Laser so nah an ihr dran anfängt. Das heißt, wenn man eine gewisse Reichweite von ihr hat, da muss man nicht mal dodgen, die kann man einfach dran vorbeigehen. What the fuck? Ach, guck mal, ihr Ding, sie ist wieder ausgelaufen. Ich mache halt im Nahkampf echt mehr Damage an ihr. Ja, und dann macht sie direkt neue, oder hat sie zumindest vor, neue zu machen, aber dann kann sie jetzt mal schön abschminken. Da geht's die Bahn. Ja, also wie gesagt, dieses Spiel hat mich deutlich mehr sensibilisiert, was Rollen angeht. Na, Chandra-Seele. Und 90.000 geschmeidige Seelen. Der Nebel ist übrigens immer noch da. Was soll das? Achso. Okay. Weil noch eine Cutscene kommt. Wenn man da nicht vorher rausgehen soll. Wahrscheinlich kommt jetzt eine Brücke, ey. Oder alle Riesen stehen auf. Das wäre ganz uncool. Wenn alle Riesen aufstehen, dann habe ich ein bisschen. Oh mein Gott, die bewegen sich ernsthaft. Seid aber bitte liebe Riesen, ja? Ah ja, doch, die bilden jetzt eine Brücke, wa? Okay. Da hätte ich ja jetzt Spaß gehabt. So der Bossfight nach dem Bossfight. Naja, die bilden eine Brücke. Das wäre bestimmt gut gekommen, hätte ich versucht, da mal drüber zu springen. Oh. You, who bear the curse. Once the fire is linked, souls will flourish anew, and all of this will play out again. It is your choice to embrace or renounce this. Was ist jetzt der Final Fight? Was ist nicht? Great sovereign.
take your throne. Okay, so viel zur Wahl, die ich habe. What lies ahead, only you can see. Jetzt werden wir eingeschlossen. Was ist das denn für ein Murks? Ach Leute, das war's jetzt? Ernsthaft? Wow. Ich hätte eigentlich echt gedacht, dass zwar King Rendrick unser Endgegner wird. Aber interessant. Ja, haben wir das nur zwei abgeschlossen. Weil ich nicht ganz verstanden habe, weil am Ende hieß es ja, ihr habt die Wahl zwischen... die Wahl zwischen besteigt den Thron oder besteigt ihn nicht. Und am Ende hatte ich halt eigentlich keine Wahl, weil die Cutscene ist einfach weitergegangen. Ich kann mich nämlich noch gut daran erinnern, im ersten Teil gab es auch so ein Ende, wo man sich am Ende entscheiden konnte. Ob man entweder die Herrschaft selber übernehmen wollte oder... Weiß gar nicht, also das Ende war im ersten Teil, habe ich ja nicht ganz gecheckt. Aber... Und so vom Storytechnischen her, das ist halt so wie in Dark Souls-Teilen immer. Und für Demon's Souls kann ich übrigens nicht sprechen, weil ich das Spiel nie gespielt habe. Weil ich keine PS3 habe. Aber die Story ist super confused und es gibt einfach so viel Platz, um zu interpretieren. Und es gibt auch, also wenn man auf YouTube mal Dark Souls oder bestimmt auch Dark Souls 2 Lore mittlerweile eingibt, dann gibt es bestimmt auch eine ganze Menge Interpretationsvideos dazu. Und wer, was, wieso, weshalb, warum. Aber ja, krass. Ich habe ja nicht gedacht, dass das unser Endfight ist. Ohne Spaß. Na cool. Tja. Also mir hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Wie ich auch schon häufiger gesagt habe, ich werde das Spiel auf jeden Fall auch noch weiterspielen. Was das New Game Plus angeht. Und ich werde bestimmt, also wenn mir das Spiel zumindest die Möglichkeit gibt, werde ich bestimmt auch nochmal vorher reingucken, was man noch so in dem Spielmodus, wo ich jetzt bin, also ohne New Game Plus, was man dann noch alles hätte machen können. Wie zum Beispiel, ich werde auf jeden Fall mal versuchen, Vendrick dann noch zu töten. Der ist ja da unten rumgeeiert, ohne wirklich irgendwas zu machen. An dem sind wir ja mehr oder weniger nur so vorbeigelaufen. Ja. Wo die Königin am Ende hin ist, ich habe keine Ahnung. Das ist echt alles fragwürdig. Ah, und die DLCs, also ich hab's noch nicht. Aber ich werde mir den Season Pass auf jeden Fall noch holen irgendwann. Früher oder später und werde mir da auf jeden Fall auch das reinziehen. Das wird zwar auch nicht Let's Played werden, habe ich auch schon häufiger gesagt, weil Dark Souls x-tausend Mal schon Let's Played wurde und anscheinend für kleinere Kanäle dann nicht so angenommen wird. Weil es natürlich lang ist und man muss zuhören und ne, aber also wie gesagt, mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Und ja. Wir sind schon bei den Special Champs. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass das jetzt fertig sein soll. Wieder ein super offenes Ende. Und die Macher von Dark Souls zumindest, die haben sich ja jetzt an Bloodborne angesetzt. Falls das noch, wer das noch nicht wusste. Und,
Das Spiel ist aber leider Gottes wieder nur ein Konsolen-Only-Ding. Das heißt, das ist wieder so ein typisches Ding, was ich weder Let's Playen noch spielen selber werde. Weil mir eine Konsole zu holen für ein Spiel, das sehe ich immer nicht ein. Und es gibt halt echt wenig Konsolentitel, die mich, also Konsolen-Only-Titel, die mich wirklich interessieren. Ich warte jetzt eigentlich noch darauf, dass wir mal fertig werden hier mit den. Wobei, es war auch echt ein großes Spiel. Da sind die Credits natürlich auch dann noch länger, wa? Ah, cool. Und ansonsten, um 16:30 Uhr, für die Leute, die es interessiert auf dem Kanal, wird dann jetzt auch erstmal als Folgeprojekt nichts kommen. Weil wir machen auch so schon extremst viel. Und im Endeffekt ist es übrigens auch noch ein bisschen schade, dass Toki gar nicht mitgespielt hat jetzt bis zum Ende. Ist ein bisschen traurig. Aber ich hatte keine Lust, die ganze Zeit auf Toki zu warten. Dass der mal wieder einen Tag sich den Wecker stellt oder was und es dann doch wieder verpeilt. Wie gesagt. Da habe ich es jetzt lieber so zu Ende gespielt. Ich glaube zwar, dass es die zweit lustiger geworden wäre, aber machste nix. Das hört gar nicht mehr auf, ja. Doch, das sieht schwer nach Ende aus. Oder? Was sind denn das für Copyright-Rechte? Teilweise von 1900 bis 2000 irgendwas? Simon Bowman. Okay, also das scheint echt eine ziemlich krasse. What the fuck? Ha. Huh. Jetzt können wir noch gucken, ob jetzt noch irgendwas kommt. Aber außer, dass wir jetzt wieder im Hauptmenü sind, alles andere wird mich jetzt wundern, um ehrlich zu sein. Hallo? Ach Leute, wir sind sogar noch im Spiel. Oder was? Ja, wir sind in Mayula und haben unsere 90.000 Seelen noch. Was sagt sie uns? Of the curse. I will always be at your side. Until hope has fully withered. Sehr interessant. Sie sagt einfach gar nichts dazu, dass wir jetzt hier den krassen Endboss haben. Sehr interessant. Dass sie jetzt einfach nichts dazu sagt, dass wir jetzt auch irgendwie so Thronerbe sind oder was? Cracker Sheet. Wie viele Tode sind das? 226 Millionen. Sweet. Ja, krass. Dark Souls 2 abgeschlossen. Zumindest was das Let's Play angeht. Gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich und hoffe, dass allen, denen es gefallen hat, auch mal in unsere anderen Projekte reingucken. Und ja, bis dahin und ciao, ciao.